Jedes Kind in Wien soll die Möglichkeit auf einen guten Start ins Leben haben. Mit der Einführung des Gratis-Kindergartens 2009 hat Wien ein klares bildungspolitisches Signal gesetzt und Familien entlastet. Ein weiteres Ziel ist der Ausbau von Kindergartenplätzen. Wir haben seit 2008 rund 11.000 neue Kindergartenplätze geschaffen und wir bauen weiter aus. Das ist notwendig, denn Wien wächst. Allein im heurigen Jahr investieren wir rund 7 Millionen in die Förderung von zusätzlichen Kindergartenplätzen, aber wir errichten auch neue Kindergärten. So wie den Kindergarten Stadtpark. Die Stadt investiert gemeinsam mit dem dritten Bezirk rund 5 Millionen Euro. Bis zu 180 Kinder werden nun in dem neuen, topmodernen Kindergarten herumtollen. Wien setzt auch auf die Ausbildung von topqualifizierten Kindergartenpädagogen und Pädagoginnen. Wien ist ja das einzige Bundesland, das sich eine eigene Bildungsanstalt für Kindergartenpädagoginnen leistet, weil wir top ausgebildete Pädagoginnen in unseren Kindergärten haben wollen, weil es wichtig ist für die Kinder von Wien, weil es wichtig ist für den Zukunftsstandort Wien, denn Bildung zählt in der Zukunft. Weil Bildung in Wien zählt, entsteht am Hauptbahnhof ein eigener Bildungscampus und weitere Schulgebäude werden gebaut oder saniert. Auch die Jugendwohlfahrt steht nicht still. Neben einem neuen Wiener Kinder- und Jugendhilfegesetz will Wien dafür sorgen, dass die Zahl der Kinder, die nicht bei den eigenen Eltern aufwachsen können, unter 1% fällt. Im Sportsektor steht im kommenden Jahr die Austragung der Europameisterschaft der rhythmischen Gymnastik sowie die Eröffnung des Wassersportzentrums Neue Donau ins Haus. Ob Bildung, Jugend oder Sport, fest steht, Wien ist rundum fit für die Zukunft.